Was ist? Etwas weiter. Ah! So, irgendwas müssen dir zu gebrauchen sein. Entschuldigung, ich bin. Entschuldigung, du hast dir gerade geschlagen. So, jetzt sollten dich alle hören können. Test, test, ihr seid alle hier. Ihr hört mich. Ich bin sehr schön. Wie ihr wisst, haben wir uns heute alle versammelt für Belial und Karen. Ja, okay. Die beiden, von denen wir wissen, auch wenn wir alle sie noch nicht so lange kennen, oder einige davon kennen sie länger, einige weniger lang, können wir alle sagen, dass das beides tolle Menschen ist und wir froh sind, dass sie sich gefunden haben. Ich bin jahrelang in der Welt rumgereist und ich habe schon viele Pärchen gesehen und viele, die auseinandergegangen sind. Aber nur selten habe ich Pärchen gesehen, dessen Liebe so reinwirkte wie bei den beiden. Und bei den paar Leuten, bei denen ich das gesehen habe, bei denen weiß ich, dass sie ihr Leben lang glücklich verbracht haben. Ein super Zeichen, dass auch solche Leute, die gut vom Herzen und der Seele sind, es geschafft haben, sich zu finden. Und wir als Zeugen dieses schönen Momentes können uns ebenfalls dankbar schätzen, einen solch guten Moment zu sehen. Und ich bin immer froh darüber zu sehen, wenn Leute sich finden. Und ich habe natürlich etwas für euch beide mitgebracht. Denn da, wo ich herkomme, ist es nämlich ein Brauch, Leuten etwas zu geben, den man gerne hat, und die heiraten. Etwas, was lange einer Person selbst den Weg begleitet hat. Und bei mir ist es etwas, was mich den Weg begleitet hat, seitdem ich hier in diese Lande gekommen habe und viele Erinnerungen gemacht habe. Und ich möchte deshalb diesen funkelnden Stein an euch übergeben, als Anzahl, als Zeichen dafür, dass, dass egal, ob ich da bin oder nicht, dass ich toll finde, dass ihr euch gefunden habt und ihr auch weiterhin einen schönen Weg zusammen bestreiten könnt. Vielen Dank, dass es euch gibt. Und ich wünsche euch eine wundervolle Ehe. So. Einen Applaus, danke, bitte. Ich hätte auch noch was zu sagen. Ja, Sayuri! Aber gut, als nächstes kommt der gute Nufos hier. Komm, komm mit auf den Tisch. Du hast doch sicher auch was zu sagen. Ja. Nun, ihr beiden, ich kenne euch jetzt doch schon etwas länger und das sogar aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit, und schon damals habt ihr Aufgaben überwunden, Hindernisse überwunden, Aufgaben bewältigt, Entschuldigung, und habt gemeinsam gelebt, gemeinsam gehaust und wart füreinander da und habt eingestanden für den anderen. Ihr habt schon damals ein Band aufgebaut und jetzt auch noch geknüpft, das man einzigartig nennen kann, und ich glaube, sowas sieht man nicht alle Tage. Ich wünsche euch beiden viel Glück und Erfolg bei dieser Ehe und hoffe, dass diese auch ewig weiterhin halten wird. Vielen Dank. Danke. Einen erneuten Applaus, bitte. Lukas, das hast du toll gemacht. Doch, falsches Wort. Nun, nicht weinen. Dann werde ich mich jetzt ein bisschen aufdrängen. Die Damen und Herren, liebe Gäste, liebes Brautpaar. Nun beginnt der erste Teil der Musikkulisse, die ich extra für euren Abend geplant habe. Ich bitte daher nun mindestens 3 Musiker nach vorne zu kommen, die sich bereit erklären, für das werte Brautpaar zu spielen. Cantina Band. Ja. Nein, was Anständiges. Oh Mann. Ja, das ist was Anständiges. So, jetzt kommt her. Gut, ihr 3 bitte. Anderen setzen sich bitte so, dass sie natürlich alles gut mithören können. Ich muss das erstmal suchen hier. Wo ist denn das? Warte. Wo ist denn das? Du kommst doch. Ich hab doch gesagt, 3 Freiwillige erstmal. Da. Okay. Du hast mindestens 3 gesagt. Ich bin bereit. Ich bin auch schon ready. Ich gratuliere. Okay. Bereit? 3, 2, 1, los. Ich bitte um Ruhe und um Zuhören. Danke.
Du hast aber, glaube ich, vergessen. Scheiße. Ignoriere. Ignorieren. Wirklich. So, wir haben noch einen weiteren Musiker. So, ich wollte nur bei dem Song mitmachen. Es tut mir leid. Dann würde ich als nächstes bitten, Sayuri. Er hat mich hier gerade gehauen. Auf die improvisierte Bühne zu kommen. Ich hör's nicht. Und Sayuri stimmt bitte an für das Lied, was sie spielen möchte. Die sollten erstmal das hier zu Ende spielen. Haben sie doch. Ja. Oh. Es ist schon zu Ende. Warte, dann wechsle ich kurz auf ich warte auf lauter. Er spielt noch ein Lied, ich muss kurz noch das. Gut, ich erkläre mich daraufhin bereit. Ich werde allerdings auf der Laute spielen. So. Du wirst auf Laute spielen, dann wechsle ich. Gut. Moment bitte. Moment bitte. Wir spielen doch gar nicht. Wir warten gerade nur auf dich. Ihr spielt. Du spielst. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du's. Ja. So. Und noch ein neues. Ja, deswegen. Das ist gut. Ist es okay für dich, wenn ich gehe? Du weißt, alles gut. Halt nicht besonders. Alles gut. Trotzdem danke, dass du da warst. Für dich immer.
jetzt aufhören. Das Licht war doch noch gar nicht vorbei. Ist jetzt egal, jetzt ist der schon hinter mir. Okay. So. Warte. Wenn ihr beiden euch dann schon mal hinsetzen könntet. Bitte. Ich wollte, glaube ich, auch noch mal spielen. Ja, gleich. Alles gut. Deswegen setzt euch doch bitte. So, meine werten Gäste, wertes Brautpaar, es folgt nun nur noch ein Lied vor dem großen Schmaus. Ich bitte euch daher noch um ein wenig Geduld. Ich werde jetzt kurz den Raum verlassen, um schon mal die leckeren Gerichte und Getränke anzurichten, die ihr euch dann gleich aussuchen könnt. Bis dahin unterhält euch noch mit einem letzten Lied Sayori. Ich hoffe, sie wird uns alle erstaunen können. Wobei ich mir da ziemlich sicher bin. Jetzt tust du gleich die Latte ganz hoch ansetzen. Naja, das ist kein Problem für heute. Ich hoffe, ihr habt gute Laune heute mitgebracht. Jetzt kommt noch ein letztes Lied, dann könnt ihr gut essen. Ich habe auch ein super Lied für eine Mahlzeit danach. Aber erstmal, nein, das ist nicht das Musikinstrument. Ich spiele denselben Song nochmal. Alles klar, los geht's. Soll ich dir meine geben? So. Dein Essen, darauf kann ich auch nicht gut spielen. Tut mir leid. Ich meine nicht das, ich meine die Flöte. Ich habe eine Flöte. Was mit der Trompete? Okay. Ich mag keine Trompeten. Ich hasse es, die zu spielen. Also bitte. Und bitte lass. Nein, das ist es nicht. Und das war ich auch nicht. Das ist was Kurzes. Ich dachte, du brauchst nur kurz mit den Vorbereitungen. Bravo. Ja, wollte schon gerade sagen. Wunderschön. Du wirktest so, als wärst du schon fast fertig. Du hast erst vorher vorbereitet und die Leute, die haben schon so viel Musik gehört. Die wollen endlich was essen. Guck mal, wie ausgehungert Nufos guckt. Nun gut, werte Gäste, wertes Brautpaar, ich bitte euch zu sitzen, damit wir nun gemeinsam... Achso, ich dachte, man dürfte auch noch was, aber okay. Natürlich, dann. Sina. Nein, Sina. Ich sitze, wir essen jetzt. Nein, Sina, du singst. Steh auf. Sina, du machst was. Du bist so oder so danach dran. Steh auf. Und ich bin eine Hochzeit. Eine Person auf die Bühne. Einen großen Applaus für Sina, die jetzt ja, Sina. Los, los. Los, Sina, komm hier hoch, hier ist ein Platz für dich frei. Oh Mann, Sina, schau, was du kannst. Soll ich hier jetzt dein Händchen halten, damit du es überlebst? Halt deine Schnauze. Also. Siehst du? Und auf einmal hat die Frau Eier bekommen. Wir haben ja auch Eier bei uns rumliegen. Dich kleine Stechmücke hat niemand gefragt. Und hier sind Leute. Hallo? Gut, Klappe halten jetzt. Sina möchte sprechen. Ja, nein, ich trau mich nicht. Komm schon. Du kriegst das hin. Also ich steh hier neben dir und mach dir Mut. Du kriegst das hin. Du bist eine super. Soll ich mit Eiern? Behalt deine Eier für dich. Die sind, wer weiß, wie er galt. Okay, das war gemein. Okay. Also verstehst du nicht, aus, ne? Also die Leute unterhältst du jetzt schon sehr gut. Solange jemand Tomaten mischt. Dann habe ich ein Problem mit denen. Also das ich hätte ein Lied, aber das ist halt eher etwas, naja, keine Ahnung. Ne? Es ist ein romantisches Lied, aber es ist eher etwas, was man so sich gegenseitig singen könnte. Aber wenn ihr trotzdem Lust habt, dann würde ich es trotzdem für euch beide machen. Ja, gerne. Wirklich? Ja. Oh Gott. Sina, wir wollen dich unbedingt hören. Entschuldigung. Ich wusste es. Das schaffst du. Guck mal, die ganze Leute, die wollen nur dich. Ja. Wehe, ich höre dann die nächsten Tage, dass ich nicht mehr... Wenn sich jemand beschwert, dann nehme ich eine Schaufel und nehme die Person mal mit, Sina, zu einem Haus. Alle, die jetzt nicht hören wollen, gehen am besten raus oder halten sich die Ohren zu.
Rufus, du bleibst gefälligst. Es ist okay, nein. Ich akzeptiere es, er kann gerne gehen. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich habe sowieso heute ein bisschen Stimmprobleme. Hauptsache, sie bringt die Wölfe nicht zum Heulen. Für einen Augenblick stehen alle Ohren still. Ein Herzschlag weit entfernt dieses Gefühl. Wo du auch bist, da bin auch ich. Jemand gibt Acht auf mich. Wohin das Schicksal unser Leben lenkt. Es gibt jemand, der immer an mich denkt. Und auf einmal merk ich, wie wertvoll unser Leben ist. Und auf einmal weiß ich, dass du wirklich bist. Und wenn meine Welt noch einmal zerbricht, ich weiß, dann fürchte ich mich nicht. Ich bin ins Leben verliebt. Seitdem ich weiß, dass es dich gibt, verliere ich einmal meine Zuversicht. Bringst du in die Dunkelheit ein Licht? Wo du auch bist, da bin auch ich. Jemand gibt Acht auf mich. Wenn du mich an die Hand nimmst und mich stützt, weiß ich, dass du mich heut Nacht beschützt. Und auf einmal merk ich, wie wertvoll unser Leben ist. Und auf einmal weiß ich, dass du wirklich bist. Und wenn meine Welt noch einmal zerbricht, ich weiß, dann fürchte ich mich nicht. Ich bin ins Leben verliebt. Seitdem ich weiß, dass es dich gibt. Okay, das reicht. Ja. Einen kräftigen Applaus für Sina. Ja. Und jetzt den Scheiß im Trank. Sehr schön. Was denn? Ich bring dich kurz. Wenn du möchtest. Gut, aber lass mich erstmal alles auszeigen. Gut, jetzt wird sich hingesetzt und es gibt was Leckeres zu essen. Ja. So, angefangen natürlich mit dem Brautpaar, habe ich mir überlegt, eine typisch elfische Küche, das dürfte doch gerade auch der Braut gefallen. Ja, sehr gerne. So, und zwar fangen wir an. Ich muss mir nur hier mal ein bisschen Platz schaffen, Entschuldigung. So, ich mache mich hier mal ein bisschen breit. Rufus. Und zwar für euch vorbereitet habe ich frisch gemachte Salatrollen als Vorspeise mit den besten Kartoffeln und dem besten Kohl unserer Wertin und lieben Sina, den sie mir gebracht hat, die gerade irgendwie völlig neben sich auf den Stuhl haut. Sina? Ja, ja. Okay.
Nun gut, welche der Damen und Herren hätte denn gerne eine Salatrolle? Gerne. Ich brauche Alkohol. Ich brauche auch Alkohol. Den gibt es erst gleich. Ich will erst wissen, ob ihr von der Vorspeise etwas möchtet. Gib mir die Vorspeise, wenn ich Alkohol danach bekomme. Nein. Ich brauche irgendwas als Basis, weil sonst bist du gleich sofort weg. Also, die Herren. Hast du auch das Mehl, was ich gebraucht habe? Nein, das ist leider weg. Oh, okay. Okay. Die Herrschaften, möchte jemand eine Salatrolle als Vorspeise? Gerne. Alles gut. Ja, die Frage war auch an dich gerichtet. Ja. Laut. Eigentlich schon, aber ja, gerne. Was machst du da? Alles gut. So, einmal für unsere gute Sina, dass die auch was zwischen den Gaumen kriegt. Wenn du es ihr vielleicht geben könntest. Ja. Dann. Du bist zu nah. Jetzt hat doch gepasst. Sehr schön. Ich hab. Ich kann einfach nur zu langsam. Salat. Vor dir, neben dir, vor dir. Hinter dir. Ja, nimm. Danke. Es ist immer so. Ich habe gehört, du magst ja nicht so Gemüse, ne? Ich mag es, aber momentan kann ich es nicht essen, weil ich bin auf einer Fleischdiät. Ja, das passt schon. So, mein lieber Werlord, ich weiß, dass du sie ganz besonders magst. Oh, zu weit geworfen. Ja, genau. Die Teller dürfen ruhig durchgereicht werden, das ist gar kein Problem. Ich bin einfach nur gerade ganz schlicht, die Teller hinzustellen. Verdammt. Warum lässt du... Sollen wir nicht... Willst du vielleicht die Speisen irgendwo aufstellen und die Leute können sich dann selbst vom Buffet was holen? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich meine, du bist gerade sehr verkrampft dabei. Wie wär's, wenn wir das so machen? Ja, okay. Ich bitte noch mal kurz um eure Aufmerksamkeit. Weil ich hätte noch eine recht wichtige Info, die wahrscheinlich auch viel mit der Stadt entscheiden wird. Ich bin ein sogenannter oder angeblicher Vampirjäger. Aber ich werde nur die Wilden jagen. Also die quasi uns alle angreifen. Und die aus dem Fluchwald werde ich tatsächlich eher beschützen als alles andere. Verfolgen werde ich sie auf jeden Fall nicht. Und ich bitte euch alle, es niemals im Beisein des Priesters zu erwähnen. Bilja, wenn ich eine Frage habe, kann ich ja bei dir beitreten, wenn ich dann die Waffe erlernt habe? Das ist also meine Entscheidung. Und außerdem, so funktioniert das leider nicht. Der Priester spricht euch an. Außerdem, werter Werlord, das hat auch nichts auf dieser Hochzeitsfeier zu suchen. Das war tatsächlich nur eine Info, weil halt natürlich mal recht viele versammelt sind. Ja, Belial, dass du mal emotional rauslassen musst, ist doch okay. Belial, das ist halt, damit ich endlich von der Seele reden konnte. Das ist ja auch kein Problem, von der Seele reden ist ja gut, aber so Sachen zum Beispiel wie jetzt anschließen und über so etwas zu reden. Ja, das das ist logisch. Das ist nach der Hochzeit dran. Wir können doch heute erstmal das Bündnis genießen. Ich wollte gerade sagen. Also, in dem Falle habe ich den Vorschlag der werten Sayuri angenommen. Ich werde in dem Falle nach jedem Gang einmal dieses wunderschöne Buffetfass befüllen. Dort können sich dann alle Teilhabenden etwas rausnehmen. Das nächste wird nämlich die alkoholischen Getränke und ein von mir selber hergestellter Melonensaft sein. Boah, geil, saufen. Nuvas, jetzt hast du die wichtigste Info verpasst. Die wäre... Keine Hunde hier drin? Okay, dann gehe ich raus. Nein. Ich habe mich halt gerade preisgegeben. Geoutet. Als Vampirjäger und dass ich euch niemals verfolgen werde. Holt das hast du mir doch schon mal gesagt. Wissen? Ja, aber ich habe es jetzt auch allen anderen gesagt. Nach mir wird sowieso schon überall gesucht, ne?
Ja, das ist halt komisch. Nach also, dem wurde auch gesucht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, da können wir irgendwann später. Ich wollte gerade sagen. Sollte uns übrigens noch mal eine kleine Fee nachspionieren, ne? Werde ich sie draußen eiskalt erlegen. Hier drin ist es mir eine Sache, weil sie hier drin wohnen. Ja, erledigen, erstmal ja, die Hochzeit weiterfeiern. Ich weiß, das ist und das klären wir später. Aber nicht jetzt. Jetzt erstmal essen, trinken, Spaß haben. Ja, wie gesagt, hier drin ist legitim. Hier drinnen wird allerdings jetzt auch nur gefeiert. So. Bitte nur versetzt euch doch oder nehmt euch etwas vom Buffet. An alle anderen, die noch nichts haben, aber gerne etwas essen wollen, nehmt euch bitte gerne etwas vom Buffet. Danke. Ja, ich hab mein Fleisch. Willst du das ein? Du wirst du nicht lassen kannst. Nein, danke, ich hol jetzt erstmal den Kuchen. Ich bin nur hier, weil die Kirche nicht mehr da ist. Wäre die Kirche noch da, hätte ich nicht hierher kommen können. Ich weiß. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Alkoholische Getränke und Musik. Ayol. Ayol. Dösenbier saufen. Ich muss noch ganz kurz ein neues Trinken holen. Gleich beim Alk kommen alle wieder. Und jetzt runter mit dem Bier. Was? So. Soll ich dir vielleicht mal kurz was abnehmen? Nein, das passt schon. So. Für alle Anwesenden. Einmal lossprinten, ey. Jetzt für alle, die wo vielleicht eher auf einer Fleisch. Wenn vielleicht ein paar Leute hier gerade sind, die eher nur Fleisch mögen oder ein eher größeres Hauptgericht möchten, bedient euch bitte und nehmt euch zumindest einen Krug guten Alkohols, den ihr gerne möchtet. Wir haben Wodka und elfisches Starkbier. Wodka! Jetzt wird gefeiert. Bitte nehmt euch aber nur einen Krug, damit jeder zumindest etwas davon hat. Danke. Mal sehen, ob das endlich mal was bringt bei mir. Wo ist Alkohol? Warum hast du mir Alkohol mitgebracht? Ich kann selber holen. Boah, Wodka. Ja. So, bitte tut dann die Krüge wiederum in dieses wunderschöne Buffet fast wieder zurück. Das wäre super, danke. Wow. Ну давайте, запивайте, на здоровье! Okay. Prost. Kampai. Skull! Oder wie ich als Wolf immer wieder gerne sage, Auge um Auge, Zahn um Zahn, runter damit, dann ist getan. Ich dachte, au. Nee. Verzeihung. Boah, Alter, nicht, dass ich jetzt gleich reiten gehe, wenn mein Reitführerschein weggenommen würde. Boah. Haben wir irgendeine Straßenverkehrsordnung? Nee, ne? Also wir haben keine Reitpolizei hier. Wie bitte, was? 17 Minuten Neusea? Wenn du so viel wundert, denkst. Ich hab 42, ich glaube, ich kann für heute... Aufpassen! Ja! Hilfe! Ich glaube, das alles sich gleich hinsetzen. Alter, wie viel hast du gesoffen? Drei? Zwei? Ich hab gerade mal eingetrunken! Ich hab gerade mal eingetrunken! Und es ist kein Wodka mehr da, Manu.
Charon, Belial, es tut mir leid, aber mir wurde gerade das Fest und die Freude an diesem Tag verdorben, da man hier irgendwelche Drohungen, Morddrohungen aussprechen musste. Es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr an diesen Festlichkeiten teilnehmen. Oh je. Es tut mir leid, dieses schöne Fest hier sollte der schönste Tag werden und nicht ein, ich muss irgendwelchen Feen drohen. Du überdramatisierst das gerade ganz schön, ne? Ich überdramatisiere das nicht. Der Einzige, der überdramatisiert, bist du, der von einer kleinen Fee vielleicht mal für 2 Minuten verfolgt wurde. Bevor du das jetzt aufholst, wäre es am besten, wenn du dich aufregst, nach draußen zu gehen. Nee, alles heute gut. Heute soll ein schöner Tag sein, den wir genießen. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Nehmen wir doch bitte alle Platz. Es ist ein sehr schöner Tag, beziehungsweise ein sehr besonderer Anlass. Und es gibt keinen Grund, noch weiter zu stehen. Aber ja, ich gehe jetzt. Ja. Ich kann gerade sehr schlecht gehen. Gibt ja. Ah, ist gut, ich bin mit dem Pferd. Ja, da war ich schon, weil ich gucken konnte. Das war mir mal irgendwo auch bewusst. Ja. Achso, Belial. Tut mir leid, aber ich musste diese Sache vorhin sagen. Nein, den. Ich wünsche euch noch ein schönes Fest. Ich werde jetzt erstmal wieder von dann ziehen und schauen, wo ich bleibe. Okay. War doch stärker als gedacht. Mhm. Nun gut. Freude, schöner Tag. Es freut mich immer noch für euch beiden. Danke, ich hoffe, mein Alkohol hat euch auch geschmeckt. Ja, es war, ja, ich vertrage eigentlich normalerweise kein so viel Alkohol, aber eins des elfischen Bier war sehr köstlich und es ist nicht zu stark gewesen. Naja, ich sag's mal so, ein L, für den ist das einfach nur wie ein gut vermischtes Wasser. Ja. Und für, nun ja, Nicht-Elfen wirkt es eher wie, naja, das Stärkste, was sie getrunken haben. Ich kann es bezeugen. Du hast Wodka getrunken, das ist was anderes. Das war, naja, glaube ich, 80%. Oder man ist halb, ist für Elfenbier auch nur Wasser. Ihr müsst, deswegen nicht eure dämonische Stimme rauslassen, Werther. Er hat mir den Alkohol hingegeben. Hä, ich hab... Was? Was ist los? Deine Stimme ist verzerrt. Deine Stimme ist verzerrt. Och, leck mich am Arsch. Also wie schon gesagt, ihr hört euch jetzt auf jeden Fall zumindest alle wie ein Halbteufel. kaum hat er ein bisschen Alkohol intus, wird er schon zum Dämon. Richtig. Er ist doch schon Dämon, so gesehen. Besser? Ja. Ja, ich habe gerade mal mein Headset neu gestartet. Ja, nein, ihr meint, der Alkohol wirkt nicht mehr. Nun, ich möchte mich als Gastgeber ganz kurz entschuldigen, ja? Ja. Liebe es. Wie am Stein. Ich habe es vorhin extra reingemacht. Ich habe mitgesungen, ganz leise. Tschüss. Alter, was ist denn hier heute los, ey? Alter, das ist der fucking Clip des Jahres, Alter. Das ist nicht dein Ernst, Digga. Alter, wie viele Clips sollte ich denn jetzt machen, Alter? Irgendjemand müsste mal unbedingt solche Clips reintun, ey. Alter, was war das denn jetzt gerade, bitte? Junge. Thank you.
2 Stunden sind jetzt vorbei. So, also das war jetzt wirklich Lustiges und das war jetzt erstmal so ein Heirat und lustiges RP am Ende. Naja, und nebenbei noch ein krasses RP. Alter. Ja gut, dann werde ich mich für euch verabschieden, weil es ist schon soweit. Wir werden, also ich werde jetzt jemanden raiden, der das wahrscheinlich sehr gut gebrauchen kann. Also, wir sehen uns dann am Morgen wieder und deswegen bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund. Macht's gut, gehabt euch wohl. Und vergiss nicht, jeder Clip ist immer was Lustiges wert. Bis dann, macht's gut, tschüss.